Unter Kaiser Valens begannen die Goten, das Römische Reich zu bedrängen. Sie waren von der Ostsee in das Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres vorgedrungen und stießen nun Richtung Donau vor. Das Volk der Goten ist ein polyethischer Sammelverband, dessen Teile unterschiedliche Namen tragen. Größte Gruppen sind die Kreutungen, Ostrogoten bzw. Ostgoten und die Derwingen, Visigoten bzw. Westgoten. Ein Friedensvertrag von 369 sah vor, dass die Donau die neue Grenze wird. Das bedeutet, dass Rom die nördlich gelegenen Gebiete der Provinz Dacia aufgab. Dieses Vordringen der Goten ist mit den Hunnen verknüpft. Im Heer der Goten dürften sich auch bereits Alanen und unzufriedene Hunnen befunden haben. 376 überschritten die Derwingen bzw. Westgoten die Donau und wurden danach als Föderaten im Römischen Reich aufgenommen. Weitere Goten folgten nun in dieses Gebiet. Nicht nur die gotischen Siedlungen nördlich der unteren Donau wurden aufgegeben, sogar die Bestattungen hörten auf. Es dürfte sich daher um einen allgemeinen, vollständigen Abzug gehandelt haben. In diesen leeren Raum stießen nun die Hunnen vor. In der Folgezeit gab es ausgedehnte Raubzüge der Hunnen in das römische Gebiet. Nun begann sich auch die römische Historiographie mit den Hunnen und den östlichen Germanenstämmen zu beschäftigen. Rom hatte mit der Integration der Westgoten seine Probleme. Vor allem kam es immer wieder auch zu Versorgungsengpässen. Als dann noch der römische Feldherr Lupicinus die Begleiter der beiden gotischen Anführer Alatheus und Zafrax bei einem Gastmahl erschlagen ließ, eskalierte die Situation. Es kommt zum Kampf, in dem Lupicinus besiegt wird. Nun kommt es zu einer Allianz der Derwingen mit den Kreutungen, Hunnen und Alanen. Gemeinsam konnten sie die Balkanpässe durchbrechen und so den Zugang nach Thrakien öffnen. Am 9. August 378 kam es schließlich zur entscheidenden Schlacht bei Adrianopel. In dieser Schlacht von Adrianopel wurde die oströmische Armee unter Valens vernichtend geschlagen. Valens stirbt sogar. Damit war der Balkan schutzlos. Valens Nachfolger Theodosius I. schloss schließlich einen folgenschweren Vertrag mit den Goten. Sie erhalten 382 Siedlungsgebiet im nördlichen Teil der Provinz Thrakien und sollten dafür die Donaugrenze verteidigen. Dort konnten sie nach eigenem Recht im Römischen Reich leben. Das führte schlussendlich zu einem halbautonomen Status. Und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten versuchten immer wieder Barbaren, nach diesem Muster im Reich Aufnahme zu finden.